Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich melde mich mal kurz. Ich habe nämlich gestern, habe ich ja das Video hochgeladen, wo ich mich ja so über den DHL-Zusteller beschwert habe. Habt ihr ja auch gesehen und ihr habt mir auch viel Zuspruch gegeben. Ich dachte mir einfach, ich habe gestern auch mit Freundin und ich dachte mir einfach, es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Lassen wir das Ganze mal. Der Klügere gibt nach, so auf die Art. Sie hat mir auch gesagt, was bringt es denn, wenn man sich da so krass aufregt und sich selber damit kaputt macht, seine Nerven kaputt macht. Also ich habe von euch sehr viel Zuspruch bekommen und auch sehr viele Nachrichten bekommen, dass es bei vielen von euch genauso der Fall ist. Ich hatte gestern auch verschiedene TV-Sender und Zeitungen markiert. Es ist meine Sicht. Ich habe auch eigentlich recht. So darf man natürlich nicht mit Kunden umgehen und wenn man bei der DHL anruft, sollte das auch weitergegeben werden und es sollte umgesetzt werden und geändert werden, aber anscheinend interessiert es dort keinen. Dann habe ich mir nochmal Gedanken und habe mir gedacht, scheiß drauf, es ist kurz vor Weihnachten, der Typ ist 60 Jahre alt, es gibt Schlimmeres auf der Welt, ich mache mich selber damit kaputt, also das war jetzt auch der hauptsächliche Grund, dass ich mich selber ja durch meine Aufregung kaputt mache und ich bin ja auch herzkrank und ich sollte eigentlich so Stress vermeiden, da ich auch schlaganfallgefährdet bin. Deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, bevor du da jetzt oder bevor das noch mehr in die Öffentlichkeit gerät und du vielleicht damit auch ins Fernsehen kommst oder keine Ahnung, RTL wird darauf aufmerksam. Und das Ganze kommt also im TV oder im Radio oder in der Zeitung. Da habe ich mir gedacht, das will er doch auch nicht, der arme Typ. Was heißt der arme Typ? Aber da könnt ihr mal sehen, dass ich dann wieder so, ja, meine Gefühle wieder, ne, mein Herz. Ich meine, der geht scheiße mit mir um und dann habe ich trotzdem Mitleid mit dieser Person. Aber das hatte ich schon immer. Ich war schon immer wie so Mutter Teresa. Und ich dachte auch immer, ich kann die Welt retten. Wenn irgendwo Stress ist, bin ich dazwischen und ich dachte, ich kann immer alles lösen. Das ist dieses Mutter Teresa-Syndrom, das gibt's auch, glaube ich. Auf jeden Fall, bevor ihr euch wundert, kann ich euch sagen, ich habe das Video von gestern, diese Szene, den Streit der Zusteller, habe ich rausgeschnitten. Weil ich mir halt dachte, scheiß drauf, kurz vor Weihnachten. Mick, lass mich in Ruhe. Ich will keinen Stress. Lass mich einfach Ruhe. Wenn du denkst, du musst die Pakete ohnehin legen, dann leg sie. Dann hole ich sie eben, was soll ich machen? Ich kann die Welt jetzt auch nicht verbessern. Eigentlich sollte man nicht so denken, ne? Eigentlich sollte man hier durchgreifen und ich bin auch wirklich jemand, der so ist, aber da denke ich gerade wirklich an meine Gesundheit. Weil wenn mich etwas sehr krass aufregt, dann merke ich, wie mein Herz wieder rast, mein Blutdruck geht hoch, ich kriege Ohrensausen, also ich merke richtig, wie der Blutdruck halt hoch. Das ist das Ganze halt nicht. Deswegen habe ich diese Szene rausgenommen. Obwohl ihr mir so viel Zuspruch gegeben habt und ich weiß auch, dass ich im Recht war. Aber naja, ja, ich mache mich gerade fertig. Ich habe mir nämlich gedacht, beziehungsweise meine Freundin hat mir gesagt, ich begrüße hier nochmal an Julia. Meine Freundin hat das Video sich angeguckt. Wie siehst du eigentlich aus? Wie läufst du rum? So kenne ich dich ja gar nicht. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich selber in letzter Zeit echt vernachlässigt. Ich habe mich 100% der Wohnung hingegeben. Die hat mich sozusagen aufgefressen. Aber ich meine, das ist auch einerseits normal, ne? Aber ich bin auch jemand, wenn ich etwas anfange, möchte ich es halt fertig machen. Und da gebe ich mich 100% hin. Ja, und somit habe ich mich da so ein bisschen aus den Augen verloren, ne? Und das ist nicht nur für die generelle Gesundheit, sondern auch für hier, dass man sich selber dann auch wohlfühlt. Und das habe ich die letzten Tage gar nicht. Ich habe mich
überhaupt nicht in meinem Körper wohlgefühlt. Ich habe mir auch gedacht, mein Gott, wie laufe ich rum, wie sehe ich aus? Das bin ich doch gar nicht. Aber es ist halt immer mit so viel Stress alles verbunden. Und morgen steht man auf, man ist wie eine Maschine. Ich habe auch keine Zeit dafür. Aber ich bin ja jemand, der immer predigt, Leute, schminkt euch, fühlt euch wohl in eurem Körper. Macht was auch aus euch. Ihr seid nicht nur Mama. Ja, und das war so genau das, was ich immer gepredigt habe, das habe ich in letzter Zeit aus den Augen verloren. Und bin selber hier rumgelaufen, ich sag jetzt mal wie ein Penner, also manchmal habe ich den ganzen Tag, also ich habe mit den gleichen Klamotten geschlafen, bin aufgestanden, habe mich an den PC gesetzt und war bis abends mit den gleichen Klamotten. Hauptsache ich arbeite, es geht weiter, Hauptsache die Wohnung wird fertig. Was brauchen wir noch für die neue Wohnung? Habe nicht einmal in den Spiegel geguckt, wie ich aussehe, meine Haare ungekämmt. Ja, und das ist echt krass und es sollte halt so sein, ne? Da fühlt man sich dann selber irgendwie komplett lost. Ja, und jetzt bin ich halt morgen aufgestanden, habe mich umgezogen. Oh, meine Stimme ist auch noch nicht so 100% da. Habe mir einen Tee gemacht, bin auf die Terrasse, mich gestreckt, habe frische Luft eingeatmet. Mir sozusagen ein bisschen Me-Time jetzt gegönnt. Ja, jetzt schminke ich mich für mein Wohlbefinden, ich ein bisschen besser aussehe. Und ja, sie hat zum Beispiel meine Nägel gesehen und meinte, was ist da los? Ich habe es einfach noch nicht geschafft, dahin zu gehen. Meine Wimpern auch letzte Woche nicht geschafft, ich war ja auch krank. Naja, manchmal ist das so, aber man sollte sich halt nicht so aus den Augen verlieren, weil man sollte auch halt für sich was tun, ne? Das wollte ich jetzt nicht so. Das ist ein bisschen zu stark. Aber okay, kann man machen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gestern Abend noch bis, keine Ahnung wann, mein Gewürzregal eingeräumt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich mache mir nur eben noch die Haare. Ich habe mir gestern mal zwei Zöpfe reingemacht, aber man kann mit diesen Haaren auch ganz normal ohne Zöpfe ins Bett. Aber früher auch, wo ich die indischen Haare hatte, habe ich mir mal zwei Zöpfe mit da keine, damit die sich halt nicht verknoten. Die verknoten sich hier nicht, also das Haar ist so geschmeidig. Guck mal, wie die auch glänzen. Die Haare haben wirklich eine super Qualität. Ihr wisst, ich gehe ja immer zur Haartante. Mache ich meine. Ja, aber jetzt habe ich da ein paar Lückchen drin. Da hatte ich auch mal drauf. Deswegen habe ich mir die jetzt. Ja. Auch ihr merkt, ich bin selber so ein bisschen aktuell heute. Weil ich halt gemerkt habe, sie sind einfach sinnlos. Ich muss selber mal so ein bisschen runterkommen. Aber das ist schwierig, wenn man das in den Genen hat. Meine Mutter ist ja eine ganz ruhige, was Stress angeht. Sie umgeht Stress. Aber mein Vater war immer jemand, der Stress geliebt hat, ist auch immer dazwischen gegangen. Und ich glaube, ich bin einfach so wie mein Vater. Also ich komme nach meinem Vater und ich bin einfach ein richtiges Stresskind. Aber das ist einfach ungesund. Ich weiß nicht, wie ich das ausstellen soll. Was gibt's denn da? Ein Anti-Aggressionstraining oder so? Ich meine, ich bin ja nicht aggressiv, aber ich bin halt, wo Stress ist, ist Niki, ne? Ja, ich möchte halt, dass alles fair ist und ich möchte nicht, dass irgendjemand unfair mit jemandem umgeht. Und ich denke dann immer, ich kann, wie gesagt, alles lösen und die Welt retten. Wir geben das jetzt nicht zu. Ja, so schaut's aus. Ja, wenn ich mir die Haare flechte über Nacht, sieht das so aus. Aber ich will die jetzt hier noch ein bisschen mit dem Glätteisen glatt machen. Damit man die Übergänge nicht so sieht. Ich sollte ja auch letzte Woche zum Friseur, zu meiner Melli, zu Haarschnitt, Starschnitt. Aber da war ich ja krank, da bin ich nicht hin. Also deswegen habe ich mich da irgendwie komplett gehen lassen. So. Aber jetzt fühle ich mich schon etwas besser. Und jetzt kann der Tag starten. Ich zeige euch jetzt gleich erstmal das Gewürzregal. Und ich habe mir gestern bei Amazon einen Kontaktlinsensauger bestellt. Ja, wie der Name schon sagt, kann man sich mit diesem Sauger die Kontaktlinse einsetzen. Okay, das Einsetzen ist für mich kein Problem. Ich schaffe das mit dem Finger. Aber das Rausnehmen ist einfach eine Katastrophe. Deswegen habe ich mir die Fingernägel abgeschnitten, weil ich da nicht dran gekommen bin. Und mit diesem Linsensauger kann man wohl das so platzieren und dann
ploppt das so drauf und dann kann man die Kontaktlinse so raus, ob das jetzt klappt. In der Praxis, einige hatten geschrieben in den Rezensionen, ja, alles super. Und einige haben geschrieben, funktioniert nicht. Bin mal gespannt, wie das bei mir wird. Genau, da könnt ihr sehen, dann kann man die sehen, wenn ich die hier ein bisschen... Viele haben mir früher gesagt, wo ich die Haare so hatte, weil ich, wie gesagt, als ich indisches Haar drin hatte, dann habe ich die immer so gehabt. Da haben mir viele gesagt, dass ich aussehe wie Alanis Morissette? Alanis Morissette oder so? Weil die auch so Haare hat. So, genau. Sieht man die Übergänge nicht mehr. Und dann sieht man aus.